Hallo, ich habe dir heute ein Rezept mitgebracht für den Berry Blast. Das ist einer meiner Lieblingsbeeren-Smoothies, der, wie der Name schon sagt, eben ganz viele Beeren beinhaltet, aber auch nur noch drei andere Inhaltsstoffe und so super schnell gemacht ist. Mega lecker und auch ganz schön gut für die Gesundheit. Also wir haben einmal drin die Beeren. Hier sind es jetzt Heidelbeeren und Erdbeeren, die mag ich besonders gerne. Die man super hier tiefgefroren einfach kaufen kann und richtige Vitamin C-Booster sind. Dann haben wir da drin Chiasamen, das sogenannte Superfood. Ist ein sogenanntes Superfood unter anderem, weil es ballaststoffreich ist. Und Ballaststoffe brauchen wir für eine gute Verdauung. Das ist ein Frauenproblem, das ist ein bekanntes Problem und Chiasamen sind da eine gute Lösung. Und wenn man die schon in einem Smoothie verabreicht und da quasi integriert, hat man das Thema Verdauung auch schon abgefrühstückt. Genau, und dann kommen noch zwei Basisinhaltsstoffe hinzu. Einmal eine Milch, die dazu dient, dass der Smoothie eine schöne Konsistenz hat, gepaart mit der Banane, die dazu dient, dass der eben Smoothie-like ist und sich weiter bindet. Was die Milch angeht, ungefähr 250 Milliliter reichen. Da kann man so ein bisschen schauen, was einem gut schmeckt. Das hier ist jetzt eine Hafermilch, weil die sehr schön zu den Beeren passt und so einen guten Geschmack verabreicht. Ja, dann kann es schon losgehen. Wir starten mit der Banane, die einfach in große Stücke zerteilen und in den Mixer einfüllen. Unsere Beeren direkt hinterher. Ich nehme immer ganz gerne die Bananen nach unten, weil die es dem Mixer ein bisschen leichter machen, da so einen Grip zu bekommen. Chiasamen. So. Und ein wenig Milch. Da werde ich auch erstmal zurückhaltend, vielleicht so 200 Milliliter. Kann man immer noch mal was hinterher kippen. Wie ihr seht, das hat vielleicht eine halbe Minute gedauert. Geht super schnell, unter anderem auch, weil die Banane da wirklich einen guten Ansatzpunkt gibt. Ich finde, der sieht schon richtig, richtig lecker aus. Ich kann euch versprechen, er schmeckt auch so. Und vielleicht noch ein Tipp dazu. Ich empfehle euch, den Berry Blaster vor allem morgens zu trinken. A, weil er echt gute Laune macht und weil er wegen der guten Effekte auf den Darm da an der richtigen Stelle eingreift. Deswegen viel Spaß beim Nachmachen.